Ich war richtig gehend wütend auf de Maizière, das muss ich sagen. Wir haben nämlich am Abend vorher lange zusammengesessen, ich glaube bis nach Mitternacht, und haben überlegt, wie wir das regeln können. Und eigentlich hatten wir nach meiner Erinnerung einen guten Kompromiss gefunden. Und nächsten Morgen sagt er, nein, er schwört nicht auf die DDR-Verfassung und auch nicht auf diesen Kompromiss. Wir mussten dann die Sitzung unterbrechen, weil ein Riesentumult in der Volkskammer losbrach. Das war auch darum, weil alle Mikrofone angeschaltet waren. Also ich weiß nicht, ob das Absicht war. Man muss einfach wissen, wir sind ja in einen Apparat hineingekommen, der, sage ich mal, mit ganz anderen Zielen vorher gearbeitet hat. Und wie gesagt, alle Mikrofone waren eingeschaltet, die Abgeordneten rannten zu den Mikrofonen. Also ich habe dann die Sitzung unterbrochen. Und wir haben dann versucht, außerhalb der Sitzung eine Formel zu finden, die dann auch für Herrn de Maizière verträglich war. Aber das hätte alles vermieden werden können. Und ich weiß nicht, was dahinter gesteckt hat. Aber jedenfalls, das war das erste Mal, wo ich schon zurücktreten wollte. Aber ich konnte das natürlich nicht.